Guten Tag allesamt, willkommen zum nächsten Part vom Minecraft Rollenleben Part und wir sind hier wieder am Hafen und oder der wirkende Hafen und hier tut Floster den Weg bauen und ich mache ihm das daneben dann. Mal schauen wie. Ich bin nicht geflogen. Ich weiß nicht, ich sehe ihn auch manchmal fliegen, irgendwie ist das ein bisschen komisch. Bin da an Brücke. Von oben runter geschaut. Ah, das meinte. Hui, tut mir leid, aber ich hab dich ein bisschen... Ja, klar ist das clever. Dafür habe ich ja meine Mühe gemacht. Ich habe nämlich die Schlucht ausgeleuchtet und dachte schon, ich wäre geflogen. Ja, gut. Das war nicht gut. Das war fast ein Scherz von mir, aber ein ungewollt. So, also heute. Oder ja, der vorherige Part war auch heute. Der vorige Part haben wir ein bisschen gebaut. Diesen Part werden wir etwas holen. Oder etwas abbauen. Ja, ich weiß es nicht. Nein, ich möchte hier nicht die Bäume schon wieder abfällen müssen. Ich hoffe, wir haben in der Farmwelt irgendwo in der Nähe ein solches Biom mit den Dark Oaks. Und ja, da möchte ich da. Ja, die Eier will ich da nicht. So. Ja, hier möchte ich hier hinlegen. Hab ich jetzt nämlich genommen? Was habe ich denn gemacht? Wahrscheinlich falsche Taste gedrückt. So. Umschalt wahrscheinlich nicht. So. Und jetzt. Also. Ein paar Eier müssen hier hin. Also hier. In meinem Lädelchen. Da. Könnt ihr mir etwas holen, wenn ihr irgendwas gerade wollt, also zum Beispiel ja, Kürbiskuchen, dann dürft ihr hier nachfragen. Mehrere Holzarten. So. Pflicht unten auch. Mossy Cobblestone. Am besten Mossy Cobblestone, das sieht nicht so prunky aus wie Stonebrick, Mossy Stonebrick. Aber auch sehr nett. Das gefällt mir mit den Half Steps hier. Sieht mal, sieht vor allem heller aus. Nicht gut. Und diese Ranke voller. Soll Efeu sein oder so. Einfach Blätter. Gefällt mir auch gut. Also, ich bin nicht so der, wie sagt man, dem Baustil? Ich bin nicht so der, ja, halt altmodisch, kunstvoller Bauten Mensch. Ich bin eher so der recht cool und Schlichtbauer. Also so schlicht meine ich einfach, ich will nicht so ganz viele Details haben, so. Aber ja, seht ihr, weil ich auch nicht so viel Bock habe und da mit allem möglichen. Also ich möchte gerne, nein, nicht in diese Richtung. Da ist ja der Sumpf. Gehen wir mal in diese Richtung. Da war ich noch nie. Also nur bis zum Wasser. Birke. Ja, Birke hätte wahrscheinlich genug, da muss ich jetzt nicht mitnehmen. Da können wir relativ gut sammeln. Mein Birken einfach am besten bauen. Oh, sorry. Sorry Leute, dass ich hier ein Loch gebaut habe. Okay. Jetzt dachte ich schon, da wäre irgendwas im Wasser. Ja, also, Holzfällen.
Wir haben gar kein Holz mehr dabei, alles in die Kiste getan. So, also. Bötchen bauen. Die Bötchen bauen für den Drago, ein Bötchen bauen. Machen wir zwei Bötchen. So. So. Weg da. Jetzt schauen wir mal, was so in der. Okay. Kein Problem, also vorbauen kann man immer, wenn man es halt abspricht. Nicht einfach bauen und dann meinen, ja, ich wollte doch nur mal vorbauen. Oh, jetzt ist es so schade, jetzt kann man es nicht mehr abreißen. Nein, dabei ist es nicht ab. Nein. Manchmal sind, ja, ein paar Leute ein bisschen zu emotionsvoll. Aber das ist keine. Kein. Ja, kein Geschimpf oder so. Nö. Farmwelt. Nein, das ist gut gemeint, also gut gemeint. Es ist schon schlecht gemeint, aber es ist nett gemeint. Ja, wir müssen ja zusammenleben können und ja, da muss man sich ja halt an die Regeln halten und so. Sonst müssen wir ganz große Baustellen-Dinge aus da diese Baustellen, wie sagt man denen? Abmess, oh, ein Hafen. Hafen, ein Tempel. Ja, diese ja, Vorplan-Baustellen-Dinger. Diese Brett, diese ja, Bretter ungefähr. Ja, ihr wisst sicher, was ich meine. Und so wäre das natürlich sehr gut. Hier auch, aber es ist halt sehr kostenintensiv. Und das sieht aus wie ein Schatz. Wir haben einen Schatz gefunden. Ein Schatz. Das heißt, die Höhle ist so dunkel. Genau, Schattenfälle. Also Schattenfälle wären ohne ja aber auch kein Problem mehr. Wie ich im vorigen Part gesagt habe, finde ich es blöd, dass einer gesagt hat, er würde Minecraft nie ohne Java machen, immer Java abhängig machen lassen und so. Außerdem gibt es Neues von 1.9, also es ist nicht mehr ganz so neu, es ist jetzt sicher 2 Wochen alt oder so, aber ich hatte noch nicht die Möglichkeit dazu, euch das erzählen, weil ich ja krank war. Ja, das sind alles nur Inseln. Sie wollen Wege bauen, also so Wege, die ein bisschen niedriger sind als normales Erdreich. Und bei denen, ich weiß nicht, ob man da schneller sein wird. Oder, keine Ahnung, aber vor allem, es wird so Wege geben. Und ich finde es jetzt nicht nötig, aber ich finde es gut, dass es sie endlich gibt. Also, endlich nicht, aber dass sie halt einfach gibt. Weil sonst müsste man das immer irgendwie mit Gravel machen oder so, wenn man so normale Wege Ding und so könnte man das irgendwie mit einer Hacke oder so einfach so niedrig machen. Ich hoffe, hoffentlich geht's so, nicht nur mit Blöcke oder so. Oder sonst ein. Was ist denn hier ein? 2 Tempel in gleich in der Wasser. Tempel. Wahnsinn. Schade, dass ich noch nicht ready bin. Ich hätte gerne noch Tränke und Verzauberungen. Südlich des Portals. Ich schreibe es jetzt ihm, er ist wahrscheinlich schon recht ready. Er ist ja ein guter Kollege von mir und vielleicht hat er Lust. Wenn du Bock hast, nimm von dort Schwämme und Lampen. Ich bin noch nicht ready.
Dann habe ich das gleich mal gesagt. Ja, zum Schwimmen. Ja, man muss halt ready sein, man muss Verzauberung. Man hat kein Abbaugeschwindigkeit dort unten. Und dafür braucht man eine Verzauberung. Ich weiß nicht, wie das hieß, heißt, aber es gibt eine. So, endlich mal etwas, das... Ja, aber du kannst es verzeihen. Ja, dafür muss man, glaube ich, die Schuhe verzaubern. Ja, okay, dann warte ich halt noch mit den Tempeln. Wir finden genug Tempel, also was ich für gleich den Schuhe glaube. Und Helm für Atmung. So. Also weil es hier keine Bäume gibt, mache ich mal einen Palmenbaum hin. Ich hätte gerne Palmen, moja. Ich hätte gerne... Ah, da gibt es Bäume. Was ist denn das? Ja, ich mache momentan Bücher wahrscheinlich dann, weil Bücher relativ schnell gemacht sind und die Verzauberung dann ready ist, also dass man Atmen auch drauf hatte. Schneller Abbau oder Kleiner. Ich weiß es nicht genau, also ich bin eben nicht mit 1.8 wieder reingestiegen und hab's bis jetzt Glück des Meers ist Angel ist für Fischen. Das tönt halt ein bisschen gut, also ui. Auf Englisch heißt es wahrscheinlich besser etwas. Musst auf Angel verzaubern. Oder mir geben. Weil ich ja der Fischer bin. Weil ich ja der Fischer bin. Von mir aus? Oh, heute ist wirklich eine... Nein, ich brauche beides nicht. Heute ist wirklich eine Quasselfolge. Tut mir leid. Naja, du wolltest es ja sagen. Oh, schau mal, der blaue Creeper, den muss ich jetzt töten. Aber jetzt mal mit dem Bogen. Ich will endlich Creeper töten mit Feuerberg. Ich bin mal wieder super im Bogen. Flughafen berechnen. Also, wenn wir gerade beim Bogen sind, ich möchte gerne ein bisschen PvP machen, nur so Quick Survival Games oder etwas anderes. Und ja, dann werde ich es wahrscheinlich auch aufnehmen, aber natürlich nur zwischendurch. Also zum Profi möchte ich nicht gerade werden. Und ein weißer Creeper. Zwei weiße Creeper. Oh, das ist ein Creeper. Das ist so Creeper gefüllt. Ich gehe jetzt ins Wasser und dann zum Boot. Ich hoffe, das Boot ist noch da. Ja, irgendwas so plane ich mit dem PvP. Also wahrscheinlich Endergames. Weil Endergames einfach mir am besten liegt. Das gefällt mir am besten. Aber eben,
Muss jetzt nicht sein, also wenn es euch nicht gefällt, dann lasse ich es lieber. Da ist der Ding. Wo ist das Schiff? Ich brauche dort das Schiff. Nein, bitte, oh, da ist das Schiff. Es ist immer noch im gleichen Ort. Mein Segelschiff, mein Piratenschiff, meine Galeone. Ja, Tüteli. Ja, du bist auch ein Tüteli. Bin am Schwimmen. Kann nicht raten. Oh, nein, nach oben noch. So. Und hier sind die skelettköpfigen Piraten-Zombie. Irgendwas, Dingsbum. Dann mach es ruhig. Ich weiß nicht, was er hat. Er hat irgendwelche psychischen Probleme. Nein. Sauber, ja. Es ist sauber, dass du psychische Probleme hast. Wenn er das hören könnte. So, hier ist nichts. Schade. Ja, toll! Seht ihr? Das meine ich mit falschen Koordinaten. Dass man einfach plötzlich falsch ist. Ja, und wo sind meine Stöckchen? Da. Stöckchen. Hab ich die Stöckchen? Ich kann. Ah, da oben. So. Na? Hallo Creeper, wolltest du mich in die Luft sprengen, wenn ich crafte? Wow. Oh Gott. Die machen so wenig Damage, obwohl ich keine Rüstung habe. Aber wahrscheinlich hat es da nicht voll getroffen. Ah, da oben sind die. Ich will den Sand nämlich mitnehmen. Hier war ich also. Niemand darf hier die Insel betreten. Das ist meine Insel, die sehr, sehr, sehr sinnlos ist. Ja, weil ich ja ein Boot habe. Okay, noch ein zweites Boot. So, jetzt muss ich in diese Richtung, ist das Norden. Ja. Dann gehen wir wieder zurück. Ich schau mal kurz, was wir für Zeit haben. Ja, wir haben noch länger Zeit, so gut. Noch fast eine Viertelstunde, Wahnsinn. Wie die Zeit langsam vergeht. Einfach nachher darf ich nicht mehr aufnehmen, weil jetzt ein Tag ein Besuch kommt. Dann muss ich wieder ein bisschen später aufnehmen. Ja, wir sind das Piratenschiff. Wir bombardieren jetzt den Spawn. Oh, kann ich nicht. Wieso kann man eigentlich Bögen nicht abbrechen? Im Real Life kann man Bögen auch abbrechen. Ich verstehe es nicht. Nein, nicht zu den Quallen. Zum Squid. Also, dann könnten wir eigentlich als nächstes ein bisschen minen. Also soll ich zuerst verzaubern, weil wir haben 31 Level. Ja, mache ich das mit dem Verzaubern kurz. Weil ich wollte ja irgendwas, ich glaube ein Schwert wollte ich ja, genau. Ist das die Insel oder ist das eine andere Insel? Es scheint, dass das die Hauptinsel ist, oder? Ja. Ich bin hier irgendwie ein bisschen voll. Bisschen weit, zu weit weg. Richtung Osten. Da drüben. Es ist sehr schwer zum Koordinieren, also zu merken, wo das Spawn ist. Es ist schwer. Weil es auf einem verkackter Spawn ist im Meer. Dip, 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 dip. Bin ich jetzt wieder falsch? Es scheint so. Was? Ich bin falsch?
gehe ich einmal um die Insel. Wir gehen nämlich nach oben, ich muss nach unten, also in der zweiten, in der Z-Achse, also was das ist. Ich frage mich, wie ich dann da hinkam. Ja, toll. Was ist denn los? Wollt ihr mir verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Also bitte. Ja, da war ich. Da war ich aber nicht. Es ist zum Mäuse melken. Die Mäuse sind zum Melken. Bitte, Mojang macht bitte dieses Java raus. Bitte macht das Java raus. Wenn man so ein oder zwei Jahre mit Java spielt, kann man es ja noch verstehen, dass man es ja noch ein bisschen mag oder so, aber sobald man dann sich besser befasst mit Java und dann die Probleme kommen und so, fühlt man sich richtig falsch. Also wenn ich jetzt hier aufnehme, gutes Textback drin habe, ja, und Optifine drin habe, wo Beta ist und so, dann merkt man es recht schnell, dass es halt nicht so gut ist, das Java. Ob ich eigentlich konstant echt 60 FPS merke, habe ich nicht eingestellt. Aber trotzdem habe ich Lex. Ja, aber ja, ich kenne mich nicht so aus. Mal ein bisschen Schokolade essen. Sonst trocknet mein Mund aus. Sie sind die richtige Richtung? Doch in diese. Also ich muss besser scheinen, die Koordinaten anschauen. Wir finden den Weg nach Hause. Ich habe aber die Inseln gar nicht entdeckt. Sind wir weiter westlich? Ist der westlich, ja. Weiter westlich entlang gefahren. Ich mag die Koordinaten. Also, ja, ich mag sie schon, aber. Also, nicht kombinierbar ist mit der Gegner und so. Weil ich dann immer durch eine andere Gegend fahre. Mit den Koordinaten mag ich es nicht so, mit den Koordinaten zu arbeiten. Aber hier müssen wir, weil hier mehr ist. Und ja, leider. Ist es kacke. Also vor allem ich finde es kacke, weil ich jetzt erst seit neuestem Mal mit Koordinaten spiele. Aber ich habe früher natürlich auch mit Koordinaten gespielt, aber das ist jetzt lange her. Ich müsste mit Minimap spielen. In jedem Modpack und jedem Mod, also, ja, okay, Modpack eigentlich eher, aber zu jedem Mod auch spiele ich immer mit Minimap. Das ist für mich einfach viel einfacher. Minus 300 Mars. Gott, oh, was ist das mit den Lex? Memory, 50% Memory. Spacken. Und mein Kabel hat sich bewegt. Weil mein Vater irgendwas gemacht hat oben. Weil mein Internetkabel muss durch den Boden durchgemacht werden. Es gibt keine Verbindung zwischen dem ersten Stock und dem Erdgeschoss. Hier gibt es auch wieder diese Wasserlöcher, die sind erst da seit 1.8. Wieso gibt es die Wasserlöcher? Wieso kann Wasser nicht runterfließen? Ne? Wahnsinn, wie weit wir weg müssen. Das ist die Insel, oder? Ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen im Schiff. Aus dem Schiff. So, jetzt muss auch irgendwo der Ding kommen. Der rote Strahl. Leuchtfeuerstrahl. Fragt sich nur wo. Kann man jetzt das bitte das Boot verlassen, ohne dass es kaputt geht? Ah ja, wieso kann man eigentlich Boote nicht im Wasser abbauen? Ja, okay. Ich lasse es hier. Es ist mir jetzt scheißegal. Die Boote kann man immer wieder craften.
So, wieso ist hier ein Zombie? Wahrscheinlich, weil es dort zu dunkel ist. Ja, genau, verbrennen ein bisschen. Verbrennen halt, dann stirb halt so. Müsste eigentlich so relativ in der Nähe sein. Ich möchte kurz auf die Uhr schauen. Okay, noch 5 Minuten, also wenn ich dann zu Hause bin. Leider schon der nächste Part im Anmarsch. Da die kurze Unterbrechung. Aber eben unten in den Kommentaren ist die Playlist. Da könnt ihr ganz leicht den nächsten Park finden. Und ja. Es gibt ja jetzt eine so eine neue Methode, wo man die nächstliegenden Videos nacheinander abspielen lassen kann. Also wenn ihr beide mich schauen könnt, einfach mal kurz warten oder es einsetzen. So, hier haben wir noch ein bisschen Leder. Ich brauche eben ein Loot-Schwert. Das machen wir im nächsten Part, hoffentlich vergesse ich es nicht. So, was haben wir hier? Eine Schlucht. Kenne ich die Schlucht? Ich glaube, die kenne ich. Wenn wir jetzt nicht da zum Ding kommen, Leuchtfeuer kommen, muss ich ja kurz unterbrechen. Dort. Okay. Ihr seht ja jetzt, wo der Spawn ist. Ich möchte das Video nicht allzu lange haben, weil YouTube noch 30 Minuten extrem lange braucht zum Hochladen. Und sage deshalb Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Tschüss!